Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Wacker Chemie. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Rohstoff- bzw. Chemiebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 9,7%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Und hier haben wir aktuell einen Wert von 66% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es aktuell nicht so gut aus, denn hier haben wir momentan einen Wert von ca. 106% und das ist eher schlecht, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen Minuspunkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also in den letzten 10 Jahren ist die Dividende unterm Strich angestiegen und zwar von 0,5 auf 12,0 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es eine Dividendenkürzung und das war im Jahr 2020. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gesunken und zwar von 2,5 auf 1,2 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es zwei Dividendenkürzungen. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Minuspunkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr ca. 43% angestiegen und das ist wirklich ein sehr guter Wert in meinen Augen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende fallen und zwar von 12 auf 5,75 Euro je Aktie. So zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten und hier vergebe ich insgesamt einen halben Minuspunkt. Das letzte Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn je Aktie fallen und zwar von 25,18 auf 11,12 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für das Jahr 2023. Und hier vergebe ich insgesamt keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Wacker Chemie in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 0 Punkte von 7 maximal möglichen Pluspunkten und in meiner Dividendencheckampel landet die Aktie damit auf der 4. Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Dividendencheck. Und hier landet Wacker Chemie momentan mit den 0 erreichten Punkten hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, jetzt zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. So, und hier in der Grafik seht ihr jetzt mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte Juni 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.